Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Oberfläche kann es nur geben, wenn darunter etwas liegt. Aufgrund dieser nur auf den ersten Blick banalen These möchte ich mich mit meinem heutigen Gesprächsgast über die komplexen Ausformungen von Oberflächen am Beispiel der aktuellen Modetrends unterhalten, die ja unter Berücksichtigung von post-pop-industriellen Aspekten immer auch, und das geht in der Debatte der letzten Jahre gerne vergessen, die Textur von sozioökonomischen Strömungen als Variation der Reflektanz freilegen. Donatella Versace, als Ikone der Modeindustrie sind Sie strukturell und individuell Teil der Ikonografie selbst. Welche Schlüsse ziehen Sie aus der textilen Dysfunktionalität als gesellschaftlichem Topos? My new collection is made with revolutionary fabrics and very beautiful colors. Damit sprechen Sie die affirmative Verstärkung an, welche sich durch vielerlei Spiegelungen, wie das geradezu idealtypisch bei Ihrem Kleid der Fall ist, umformt in eine anerkennende oder eben auch nur erkennende Spiegelung des Gegenübers. You don't know anything about fashion. You are so boring and your haircut is terrible. You are ugly. Ich nehme an, dass Sie damit auf die Semiotik Ihres soeben verstorbenen Landsmannes Umberto Eco anspielen. I like Umberto Eco, but I prefer Dolce & Gabbana. But however, it's not your size. Bleiben wir doch noch kurz bei Eco und versuchen, ihn nietzscheanisch zu wenden. Kann man Ihre aktuelle Frühlingskollektion als kontextuelle Umwertung aller Werte bezeichnen? You are fat. Was uns in die Semiotik führt, Nennendes und Genanntes, letztlich Seiendes und Sein. Oder, wie Hegel es bereits formulierte, nur im Dunkeln weiten sich die Pupillen. Pills? Oh, thank you. You remember me to taking my pills, because when I'm not taking my pills, my lips will explode. Ja, die Modeschöpferin Donatella Versace schafft es immer wieder, den Diskurs in ein unmittelbares Kunsterlebnis zu verwandeln. Guten Abend.